Wow, sind das Worte. Leute, da werde ich ja schon langsam rot vor euch und sage, oh, viel zu viel der Ehre. Aber wisst ihr eigentlich, wir haben heute wirklich ein richtig tolles Programm vorbereitet, weil wir haben heute noch eine Kindersegnung am Anschluss hier direkt eigentlich und eigentlich zusätzlich noch eine Taufe. Also hier ist richtig was los am heutigen Tag und hey, du bist hier einfach in dieser großen Familie zu Hause, in dieser geistigen Familie zu Hause. Ja, herzlich willkommen. Auch an euch, an den Bildschirmen, ein herzliches Hallo. Und natürlich hat es da Papas und da hat es Mamas und da hat es Geschwister, da hat es Söhne, da hat es Töchter. Also wenn du jetzt einfach mal so rechts oder links guckst, dann siehst du diese. Wow. Aber wisst ihr eigentlich, eines ist ganz wichtig zu einer Familie, auch zu dieser Familie hier im X-Hub. Wir, die große Familie, wir haben einen Vater. Den Vater. Und ich habe euch da nochmal diese Epheser 3 Stelle mitgebracht, im Vers 14 und Vers 15. Jesus at family, ja, absolut richtig, aber ich möchte gerne den Epheser 3, Vers 14, ihr seht ihn jetzt eingeblendet. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft ausgeht, im Himmel und auf Erden. Hey, du hast einen Vater. Und wenn er der Vater ist, ja, dann bist du das Kind, also ich. Und ich bin so froh, dass ich heute Morgen vor euch stehe und darf sagen, ich habe auch einen Vater, ich darf auch Kind sein. Ja, herzlich willkommen, einfach Kind auch zu sein. Und wisst ihr, was das auch heißt? Du bist kein Zufall. Hey, du bist ein Geschaffener. Gott hat dich geschaffen. Und natürlich sagst du auch, im Natürlichen, bei der Kindersegnung, ihr seht es eigentlich, da gibt es Papas und Mamas, aber in der geistlichen Familie, wie funktioniert denn das eigentlich, dass man da überhaupt Kind wird? Na, ganz einfach. Nahezu alle, die ich da nicht kenne, haben das nämlich gemacht. Nämlich, sie sagen, Jesus Christus sei mein Herr. Und ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Das ist der Startschuss. Dadurch gehörst du zu der Familie Gottes. Und ab dem Augenblick bist du Kind. Das ist der Startschuss für dich. Und so bist du in diese Familie hineingeboren. Dann 6. Mai, ihr habt ja gerade eben schon den Titel so gehört. Und 6. Wolfgang, ich bin kein Vater, ich bin eine Frau. An diesem Morgen sage ich dir, die Predigt oder das, was ich sagen möchte, ist, jeder, der Verantwortung übernimmt, ist so ein geistlicher Vater in Israel, ist eine geistliche Mama in Israel. Du übernimmst Verantwortung und indem, dass du natürlich Verantwortung bist, bist du auch eine Art von Vorbild. Denn eigentlich die Kinder ahmen dich nach, hm? Ich habe gedacht, ich muss euch da einfach mal ein gutes Beispiel in der Bibel finden. Und ich bin ins Neue Testament reingegangen und da hätte ich dieses tolle Beispiel, Gott Vater und Jesus. Wir haben das tolle Beispiel in den Evangelien, du sagst Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und du sagst eigentlich das Verhältnis Jesus und seine Jünger. Geistliche Elternschaft. Hm? Also wenn du heute einfach so hörst über Vater, wenn ich da so hängen bleibe, dann denk du immer dran, eigentlich redet der Wolfgang über geistliche Elternschaft, egal ob du Papa oder Mama bist, aber du hast Verantwortung übernommen. Und da braucht man jetzt einfach mal ein gutes Beispiel, in die Bibel reingucken. Und habe ich gedacht, ach, weißt du eigentlich, die ganze Evangelien vorlesen, das wird heute Morgen doch ein bisschen schwierig. Ich gehe zu Paulus. Ich habe euch eine Stelle mitgebracht aus dem Paulus, aus dem 1. Korintherbrief, und zwar im 4. Kapitel. Da schreibt
Ich bin noch nicht digital hier vorne, ich bin noch im Blättern. Nicht um euch zu beschämen, schreibe ich euch dies, sondern ich ermahne euch als meine geliebten Kinder. Denn wenn ihr 10.000 Erzieher in Christus hättet, so doch nicht viele Väter, denn in Jesus Christus habe ich gezeugt, euch gezeugt, durch das Evangelium. Ich bitte euch nun, seid meine Nachahmer. Deshalb habe ich euch Timotheus gesandt, der mein geliebtes und treues Kind im Herrn ist. Der wird euch erinnern an meine Wege in Christus, wie ich überall in jeder Gemeinde lehre. Also heute Morgen wird es eigentlich so die Kernbibelstelle sein, also immer den Finger da drinnen lassen, weil eigentlich da kommen wir immer wieder mal zurück, okay? Um eines einfach vorab auszuräumen, Paulus hatte keine leiblichen Kinder. Nein, er hatte einfach geistliche Kinder und von denen redet er auch. Deswegen findet ihr auch hier an dieser Bibelstelle, denn in Jesus Christus habe ich euch gezeugt durch das Evangelium. Er hat also richtig viele Kinder, dieser Paulus, weil er seine geistliche Familie anguckt und sagt, in der Bibel findet ihr drei Leute. Diese drei nennt er Söhne. Timotheus, Titus und der Onesimus. Diese drei nennt er eigentlich selber seine Söhne. Und wenn ihr so diese Söhne so anguckt, was haben denn die eigentlich so gemacht und wie sind die da so einfach reingekommen? Diese Bibelstelle sagt eigentlich, da ist dieser Erzieher. Ihr findet hier einfach diese Stelle, wenn ihr 10.000 Erzieher in Christus hättet und nicht viele Väter. Ich habe mich gefragt, ja, was ist denn eigentlich der Unterschied überhaupt? Ich möchte ja selber auch ein guter Vater sein. Und sag mal, an was orientiere ich mich denn da überhaupt? Was ist denn der Unterschied überhaupt, wenn ein Erzieher, und bei diesem Wort Erzieher, wenn du in diese Bibel vom Luther, der das übersetzt hat, auch übersetzt hat, reinguckst, dann findest du sogar noch das prägnantere Wort Zuchtmeister. Zuchtmeister, ich bin dann hergegangen, kriege ich dieses Wort raus, das Paidagos. Paidagogos, habe ich gedacht, okay. Wolfgang, was stellst du dir darunter vor? Jemand, der hart ist. Jemand, der eigentlich ein wirklich hier Ordnung sucht. Wenn nicht geliefert, gibt Druck. Okay? Das ist so ungefähr dieser strenge Erzieher. Ist vielleicht auch in dem damaligen Zeitpunkt genau der Fall gewesen. Nämlich der Sklave hatte die Aufgabe, diesen jungen Sohn zu unterrichten und ihm zu sagen, ja, wie die Sprache eben geht. Und dann ist nicht viel Gefühl angesagt, sondern liefern, machen, braucht, mache. Kennt ihr das irgendwo aus Bayern? Okay, ein paar nicken da dazu. Sehr gut. Ich bin immer noch bei der Begrifflichkeit Zuchtmeister oder Erzieher und Vater. Und der entscheidende Teil beim Vater, was mir dabei eben ganz wichtig wurde, ist, da ist eine Herzensbeziehung drin. Da ist eine zweite Chance, wenn es nicht funktioniert hat. Da ist dem anderen etwas zutrauen. Etwas von sich weitergeben, auf seinen eigenen, mein Vorteil zu verzichten. Als ich mich so weiter damit beschäftigt habe, habe ich gedacht, der Erzieher, was bringt er eigentlich hervor? Ein sklavischen Gehorsam. Und der Vater, was bringt der hervor? Söhne. Also wenn wir jetzt über Söhne reden, dann denkt daran nicht eigentlich, ich bin eine Frau, sondern in Christus Jesus bist du ein Mann. Okay, fühl dich also total angesprochen. Und Sohnschaft, das generiert Sohnschaft. Wir kommen darüber mit dem, der Vater gibt dem Sohn Identität.
Lass mich ein Beispiel erzählen. Das Beispiel ist, wir haben geheiratet und dann eigentlich, Mann, ich habe mich ja gar nicht eigentlich weiter vorgestellt, fällt mir gerade eben ein, das möchte ich einfach wirklich noch nachholen. Wolfgang Schasberger heißt eigentlich der Typ, der hier vorne heute Morgen zu euch redet. Und dieser ist eigentlich hier schon seit 2016 und ist da in dem Heilungsteam. Deswegen habe ich das wahrscheinlich gerade eben nämlich verpasst, das einfach euch zu sagen, weil ich gedacht habe, die kenne ich eigentlich schon großteils. Aber du, der du auch vor dem Bildschirm sitzt, ja, du kennst mich eben vielleicht noch nicht. Daher einfach verheiratet, 2 Söhne, 4 Enkel in der Zwischenzeit, bedeutet einfach stolzer Opa in der Zwischenzeit. Und ich, ich war jetzt verheiratet und wir haben noch etwas Zeit gehabt mit Kinderkriegen und so. Aber wisst ihr eigentlich, ich als Mann, wir, Marita und ich, wir haben gewusst, wie man Kinder erzieht, weil das hatten wir uns überlegt gehabt. Und stellt euch vor, wir hatten auch einfach so das erste Kind bekommen und simsalabim, es hat funktioniert. Jawohl. Genau nach unseren Vorgaben, es hat funktioniert. Extrem gut. Bis auf wenige Ausnahmen, okay, da haben wir auch ein bisschen geschwitzt. Aber dann kam eigentlich unser 2. Sohn ein paar Jahre später. Und soll ich euch eins sagen? Der schlief nachts nicht. Wir konnten eigentlich alles Mögliche machen. Ich sag's euch echt wirklich, es war wirklich herausfordernd. Weil die Nacht ist zum Schlafen da. Hm? Bloß er hat es nicht verstanden. Und wir wussten ja, wie das geht. Und weiß, ich bin immer noch unter dem Punkt drunter, Zuchtmeister und Vater. Und wenn das jetzt so ein bisschen länger dauert, dann stellst du manchmal fest, da ist ganz schön viel Zuchtmeister. Hm? Da wird es mit dem Vater sein, so nachts um 2 Uhr, 3 Uhr ganz schön wenig. Ihr wisst, was ich meine. Ich sehe es eigentlich in euren Gesichtern an. Und für mich ist dabei eins ganz wichtig geworden. Ich habe ein Original gekriegt und keine Kopie. Ja, der Erste ist nicht wie der Zweite und der Zweite ist nicht wie der Erste. Das ist ein Original. Und ich habe kein Patentrezept dafür, wie das jetzt so richtig funktioniert. Ja, die Nächte waren schwierig. Aber als die Tage so vergingen und die Nächte eigentlich katastrophal waren, war für mich einfach der Punkt, selbstverständlich habe ich gebetet, oh Jesus, lass ihn schlafen. Mindestens heute Nacht. Marita, kannst du mal hier rübergehen? Ich bin gerade so müde. Okay, ich verstehe das Ganze. Eines Tages kam ein Bruder oder eine Schwester, ich weiß es nicht mehr so genau, um die Ecke und hat gesagt, betest denn du für dein Kind? Ja klar bete ich. Oh Jesus, lass das Kind schlafen. Der sagte, oder die sagte, in deiner Bibel gibt es eigentlich tolle Bibelstellen zum Schlafen. Zum Beispiel Psalm 4, Vers 6, dann 4, Vers 9. In Frieden wird mein Kind schlafen, sobald es liegt. Bibel raus, ja, das steht da. Sprüche 3, Vers 24. Und mein Kind wird eigentlich erquickt sein von seinem Schlaf. Oh, Halleluja. Aber wisst ihr eigentlich, dabei passierte etwas ganz Wichtiges. Ich habe verstanden, stell dich doch mal auf das Wort Gottes drauf und sag eigentlich, ja, genau so wird es in meinem Leben sein. Wenn ich mein Kind hinlege, dann wird es einfach schlafen, in Frieden schlafen, sobald es liegt. Und was ich dir einfach so heute Morgen sage, ist, Wochen, paar, es war nicht gleich am nächsten Tag, dass das Kind jetzt durchgeschlafen hat, vor allem so die Spielen da nachts eigentlich dann einfach weggeht. Aber ich habe gemerkt, bei mir geht der Druck weg. Und was eigentlich noch schöner war, nach einer gewissen Zeit, das Kind hat tatsächlich geschlafen. Und ich weiß eigentlich nicht, wie dir heute Morgen so die Situation ist, Vaterschaft, Mutterschaft, Elternschaft, geistliche Elternschaft.
Aber mein Punkt heißt, egal wie deine Situation ausschaut, sprich Leben in diese Situation. Bleib in der Dankbarkeit. Hol deine Bibel wieder neu raus und sag, Vater Gott, du hast eigentlich verheißen für mich, dass mein Sohn in Frieden schlafen wird. Bei dir heißt es dann nicht in Frieden schlafen wird, weil es nicht um Schlafen geht, sondern irgendeine andere anstrengende Situation. Aber du holst da einfach die Verheißung raus. Du stellst dich auf das Wort und du proklamierst dieses Wort wieder neu und gibst dem Ganzen einfach wieder Leben rein. Es ist nicht eigentlich ein Gutdenken, ein positives Denken, sondern es ist Wort Gottes, es ist Geist, es ist Leben und es richtet aus, wozu es gesandt ist. Wisst ihr eigentlich, da stellen wir uns neu da drauf und sagen, so steht es geschrieben. Jesus, du bist das Wort. Die Überschrift hat geheißen, Jesus in der Familie. Jesus ist das Wort. Hol wieder das Wort raus und lass es genau einfach bei dir in deinem Herzen wirken und in dem, was eigentlich deine Herausforderung gerade eben darstellt. Du sagst, Mai, ich war jetzt schon ein ganzes Weile so Zuchtmeister. Hey, du brauchst nicht Zuchtmeister bleiben. Wechsel einfach rüber. Wechsel in die Vaterschaft rein, Sus. Hey, aber eins sage ich dir auch, sei doch so gut und geh zu deinem Papa und hol dir die Liebe dafür. Geh zu ihm und sag, hey, das drückt mich, das tut mir weh, das ist eigentlich... Und wisst ihr eigentlich, ab diesem Augenblick sind wir auch in dem Bereich drin, dass wir ein Vater Abraham sind. Wir rufen dem, was nicht ist, dass es sei. Und es kommt in Existenz. Und nochmal, egal wie deine Herausforderung ausschaut an diesem Morgen, hol wieder neu deine Bibel raus und sag, Jesus, was hast du mir da drin geschrieben? Heiliger Geist, mach mir offene Augen, öffne mir meine Augen. Und von was reden wir denn in diesem Augenblick? Such dir Verheißungen, stell dich da drauf. Bekenne sie über diese Sachen. Die sind Leben. Denn das Wort Gottes richtet aus, wozu es gesandt ist. Tu das. Und wundere dich nicht, es ist nicht gleich am nächsten Morgen alles erledigt. Sondern bleib hartnäckig da dran und sag, wir kommen durch. Und ich hole mir die Liebe vom Papa. Ihr wisst noch, ich bin vom Zuchtmeister der Vater. Und da haben wir immer die Möglichkeit, wählt das Vatersein und geht zum Vater selber. Also das hat mir echt sehr geholfen, auch zum Papa zu gehen, zu sagen, schlaf jetzt. Ich muss selber schlafen, Vater. Und wenn dir eigentlich das passiert ist mit Zuchtmeister, hey, Fehler sind zulässig, es ist keine Verdammnis da drin. Das ist mir auch ganz wichtig, dass wir da heute Morgen überhaupt nicht unter die Verdammnis drunter kommen und sagen, ja, jetzt habe ich es nicht erfüllt. Hey, geh hin und entschuldig dich und probier's wieder. Geh diese Schritte eigentlich ganz bewusst rein. Das Anforderungsprofil eines guten Vaters. Ich habe mir eigentlich so überlegt gehabt und habe gedacht, jetzt haben wir eigentlich unseren neuen Enkel, neu einfach, noch gar nicht lang. Ja, was braucht er eigentlich? Er braucht eine Windel, er braucht einen Schoppen, er braucht eigentlich Wärme, Liebe, Nähe. Aber wie schnell ist das vorbei? Dann ist es so ein Schulkind und du bist beschäftigt damit, du bringst ihm bei, wie man so das Einmaleins. Und kurz nachdem eigentlich fängt er schon an und sagt eigentlich, ich bin jetzt Teenager, Papa, rück die Scheine raus. Und wenig später sagt, was ist denn eigentlich meine Berufung, was soll ich denn eigentlich werden? Und weiß eigentlich, da ist so eine ganz, ganz große Dynamik drin. Und der Stefan hat eigentlich mit seiner Frau Annette das letzte Mal gepredigt und hat gesagt, die Herzen der Kinder eigentlich überhaupt für Gott begeistern. Da ist ein riesiges Potenzial drin, nämlich das, der Säugling braucht was ganz was anderes als das Schulkind oder der Teenager oder eigentlich der werdende Vater oder derjenige, der gerade auf seiner Brautschau ist. Und da Jesus mit reinbringe, wow,
Ein Riesenpotenzial. Aber genau das sind wir drin. Was ich dir gerade eben sage ist, auch wenn du jetzt hier in der Familie bist, es fängt an mit dem, dass wir unser Leben Jesus geben. Ja, wir bekennen mit dem Mund, wir sprechen aus, Jesus sei mein Herr. Und wir sagen, Jesus, du bist von den Toten auferstanden. Das glaube ich. Aber wir bleiben ja da nicht stehen. Sondern wir sagen dann hier in der geistlichen Familie, wo du auch drin sitzt, da kommt ja dann Next Steps, wo du anfängst. Dann kommt dieses Get Free. Was ich dir gerade eben sage, ist einfach, du machst auch da drin einen Prozess mit, und zwar einen recht schnellen Prozess mit. Du entwickelst dich, du liest deine Bibel und sagst, ja, genau, ich will in diese Wahrheit eintauchen. Die Wahrheit gehört mir. Jesus ist die Wahrheit, okay? Und wenn dann sagst, Wahrheiten, von was redest du? Wir reden jetzt gerade eben von der Situation, dass du einfach bestimmte Dinge in deinem Leben einfach raustust, frei wirst davon, ein neues Denken reinkommst, eine neue, basierend auf den Wahrheiten der Bibel. Da ist eine unheimliche Dynamik drin. Und ich komme jetzt wieder zurück, einfach in 1. Korinther 4, Vers 16. Seid meine Nachahmer. Könnt ihr nochmal umschalten? Ja, super. Da kommen wir zurück. Ihr seid meine Nachahmer. Ja, normalerweise haben wir hier die Gebärdenleute und den Christian zum Beispiel. Und jetzt habe ich mir vorgehabt, ich gehe jetzt rüber und dann sage ich, Christian, übersetz mal den Satz in Gebärden. Timotheus, übersetzt es nochmal, Timotheus hat Paulus nachgeahmt. Ja, ich wäre also hier so rübergegangen und dann hätte ich hier mit meinen Armen, mit meinem Mund etwas gemacht. Und ihr hättet gesagt, also Wolfgang, das sieht ganz schön plump aus. Warum? Weil ich ungeübt bin da drin. Aber was eigentlich heute Morgen ganz wichtig ist, Timotheus sagt, ihr habt mich nachgeahmt. Und wenn du da reinguckst und sagst, Wolfgang, der hat doch nicht das Gebärdensprache nachgeahmt. Nein, sondern der 2. Timotheus 3, Vers 10 sagt, du aber bist mir nachgefolgt in der Lehre, in der Lebensführung, im Vorsatz, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, im standhaften Ausharren, in den Verfolgungen, in den Leiden, wie sie mir Antiochia, Ikonium, Lystra widerfahren sind. Solche Verfolgungen habe ich ertragen und aus allen hat mich der Herr gerettet. Also mit anderen Worten, Paulus hat sich in Timotheus reproduziert. Sein Lebensstil, seine Werte, seine Einstellung. Du sagst, Wolfgang, wo steht es? Schau mal bei der Lehre, das ist das, was du heute Morgen einfach so zum Beispiel von mir jetzt hörst. Du hörst es in der Lebensführung, in meinem Alltag. Wie bin ich denn da? Wie ist denn da der Paulus gewesen? Und der Timotheus hat einfach hingeguckt, wie macht denn der das in seinem Alltag? Und genauso gut gibt es da die weiteren Sachen. Übrigens steht da auch dieses alte Wort Langmut dran. Ich habe das früher immer so für mich übersetzt, Geduld. Die Strong sagt das sogar noch ein bisschen treffender. Der sagt, es ist die Fähigkeit, zugefügtes Unrecht zu ertragen. Wir sind noch bei Vaterschaft, wir sind noch bei Zuchtmeister. Und da steht auch die Liebe dran, der Teil einfach. Zuchtmeister und Vater hatten wir gerade eben uns angeguckt und wir haben das angeguckt mit standhaftem Ausharren. Tja, wenn es am nächsten Morgen nicht so ist. Es gibt Vorbilder zum Guten und zum Schlechten, total bekannt. Aber um was es doch geht, lass doch die Menschen um dich Jesus an dir erkennen. Wie du dich verhältst. Sei wie Jesus. Und vielleicht bist du ohne Vater groß geworden. Aber wir können doch ein neues Vermächtnis antreten. Wir haben doch einen Vater.
Ich komme nochmal zurück zu unserem Erstteil, nämlich zum 1. Korinther 4. Er sagt, ich habe euch Timotheus gesandt. Heißt doch mit anderen Worten, ich habe ihm Aufgaben dem Timotheus, ich, Paulus, habe das dem Timotheus die Aufgabe übertragen und zugetraut. Also das Gleiche, was heute Morgen für euch passiert. Ich, die Leiterschaft eigentlich, traut es mir zu, dass ich zu euch predige. Ja, und wisst ihr einfach nur auf diese Art und Weise, indem, dass wir auch den unseren Leuten einfach, die uns zugeordnet sind, auch etwas zutrauen, sodass die wieder loslaufen. Wisst ihr, wenn der in den Timotheusbrief reingeht, wenn der in Timotheus reingeht, dann wird er feststellen, das waren richtig schwierige Aufgaben. Aber er konnte sich, der Paulus konnte sich so sicher sein. Ich, Paulus, habe mich in Timotheus reproduziert. Egal wie die Situation auch dort ist, er hat diese, der Timotheus hat die Fähigkeit, das genau so zu tun, wie wenn ich, Paulus, dort gewesen wäre. Und rückt es gerade in aller Liebe. Lass mich das nochmal zusammenfassen. Wir sind losmarschiert und haben gesagt, wir sind hier eine große Familie. We are family, sagen wir oftmals auch. Und da sitzen wir zusammen. Aber wir sind ein Teil von der weltweiten Gemeinde Jesu Christi, okay? Da sind wir losmarschiert und wir haben festgestellt, was ist denn der Unterschied zwischen einem Zuchtmeister und einem Vater. Und wir haben einfach kennengelernt, dass das Vatersein oder Elternschaft sein oder geistliche Elternschaft sein ein ganz schön dynamischer Prozess ist. Das ist nicht die gleiche starre Sache. Wir haben kennengelernt, dass Elternschaft nachahmen, geübt, gelernt werden muss. Das kann man gar nicht so, sondern man wächst hinein, man übt es und man hat einfach Vorbilder, die man nachahmt. Und dabei ist es auch immer ganz, ganz wichtig für uns als Eltern, dass man Zutrauen hat. Schwierige Aufgaben manchmal auch übertragt und sagt, ja, mein Sohn wird es tun. Er kann das. Wisst ihr, manchmal habe ich als Vater auch nicht die Antwort. Ich bin selber unterwegs, Vater zu sein, Opa zu sein. Aber dann bin ich immer wieder neu froh, dass ich einen himmlischen Papa habe und kann sagen, was machen wir jetzt? Vater, ich komme in Jesu Namen zu dir. Was machen wir jetzt? Ich habe keine Antwort. Und es tröstet mich so, dass ich zum Papa kommen kann, wisst ihr? Ja, das sagst du eigentlich, Wolfgang, du bist schon weißhaarig, bist schon ein bisschen älter. Hast recht. Aber vielleicht bist du auch heute hier und sagst, ich kenne diesen Papa gar nicht selber. Jesus ist nicht mein Herr. Hey, heute ist dein Moment. Egal, ob du vor deinem Bildschirm stehst, sitzt oder hier in der Gemeinde. Diese Situation können wir ändern, dass du nämlich hergehst und sagst, Jesus sei du mein Herr. Mit dem Munde bekennen, sprechen und mit deinem Herzen glauben. Mach doch mal kurz einfach die Augen zu. Lass uns kurz diesen Moment nutzen. Und wenn du gerade diese Person bist, die sein Leben Jesus übergeben möchte, dann nimm einfach die Hand hoch, weil ich einfach für dich jetzt beten möchte. Ja. Danke. Danke. Himmlischer Vater, ich komme zu dir. Ach, machen wir doch das dann gemeinsam, dieses Bekenntnis. Lass uns das gemeinsam einfach machen. Himmlischer Vater, ich komme zu dir im Namen Jesu. Ich glaube, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist. Ich bekenne dich, Jesus, als mein Herr.
Ich glaube in meinem Herzen, dass du Gott ihn von den Toten auferweckt hast. Deshalb bin ich jetzt errettet. Danke, Vater. Danke, Herr Jesus. Ab jetzt gehörst du zu dieser geistlichen Familie dazu. Bist mein Bruder, meine Schwester geworden. Willkommen in der Familie. Ich bin ein kleines bisschen über meine Zeit. Ich gebe euch trotzdem eine Illustration noch kurz. Ich mache sie aber etwas schneller. Ja, aber es ist ja für euch nicht schwierig, einfach relativ schnell mir hinterherzukommen. Ja, es ist eine Geschichte so aus meiner Familie, die Familie Schafsberger beim Reifenwechsel. Wisst ihr, wie das bei uns ausgeschaut hat? Wir sind alle am Start gewesen. Muttern, Brotzeit herrichten. Erster Sohn direkt neben mir, zweiter Sohn, Reifen waschen. Ich war am Rad. Ich habe die Schrauben eingedreht. Ich habe geguckt, dass das Drehmoment passt. Hey, so lief das. Die Jahre vergingen und jetzt war auch Herbst. Diesen Herbst. Ich werde morgens angerufen. Hey, Papa, wir kommen und wir tun mal die Reifen wechseln. Okay. Ich habe meinem Bruder schon Bescheid gesagt, der kommt auch. Okay. Okay, in einer halben Stunde sind wir da. 9 Leute sind bei uns im Hof 40. Natürlich mit Frauen, mit allen Kindern, die wir haben. Wir sind alle am Start. Nur, mein Sohn sagt, Papa, geh du mal Reifen waschen mit der Ekelin. Hey, ich war der wichtigste Mann am Platz. Ich weiß, wie man Räder aufzieht. Und jetzt stehe ich beim Waschen. Ich habe etwas gebraucht, um mit der Situation klarzukommen. Und als ich wieder die leuchtende Auge von meinem Enkelchen gesehen habe, wo sie neben mir pitschnass war, hat auch mein Herz wieder lachen können. Aber wisst ihr eigentlich, sie sind besser geworden wie ich, mehr Kraft. Sie haben mich total nachgeahmt, sie haben das eingeübt und sie übernehmen das. Und ich habe neue Aufgaben und habe einfach einen neuen Job und kann das andere loslassen, weil die das mindestens genauso gut machen.